Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem wir erklären, worum es sich bei den Platelmintes handelt. Platelmintes, oder auch Plattwürmer genannt, gehören zu den wirbellosen Tieren und sind wurmförmig, allerdings weniger rund, sondern wie der Name schon sagt, abgeflacht. Die überwiegende Mehrheit lebt parasitär, allerdings gibt es auch andere freilebende Arten, die räuberisch leben, wie zum Beispiel die Turbellaria, Strudelwürmer. Der Körperaufbau ist bilateral symmetrisch. Das heißt, dass die linke und rechte Körperhälfte zueinander spiegelsymmetrisch sind, wie auch bei uns Menschen. Zwischen der äußeren Schicht, also der Epidermis, und der Entodermis liegt das sogenannte Parenchym. Das ist eine lockere Anordnung von Zellen, in dem die inneren Organe eingebettet sind. Die neuen epidermalen Zellen werden aus dem Parenchym ergänzt. Bei parasitären Würmern besteht die ganze Außenhaut aus mesodermalen Zellen. Das nennt man Neodermis. Über diese findet der Stoffwechsel statt. Wir werden uns jetzt zusammen den Körperaufbau eines Plattwurms ansehen und auf die wesentlichen Bestandteile eingehen. Das Gastrovaskularsystem, welches dem Darm ähnelt, ist je nach Größe des Wurms weiter verzweigt und bei größeren Exemplaren auch größer. Hier haben wir den Pharynx oder auch Schlund genannt. Das ist sowohl Mund- als auch Afteröffnung zugleich. Man kann sich den Pharynx wie einen Schlauch vorstellen im Inneren des Wurms, den er zur Nahrungsaufnahme nach außen wölbt. Dieser Pharynx sitzt in der Mitte des Wurms. Hier sieht man das Ovar mit dem daran anschließenden Dotterstock. Gleichzeitig besitzt der Platelmintes aber auch Hoden und Penis. Die Eier gelangen bei der Befruchtung aus dem Ovar durch den Eileiter in die Schalendrüsen, in welchen die Eier zu einem Kokon verpackt werden. Dieser gelangt dann durch den Uterus nach draußen. Zeitlich versetzt werden danach erst die männlichen Geschlechtsprodukte gebildet, um Selbstbefruchtung möglichst zu vermeiden. Das hier sind die Pigmentbecherozellen. Die Plattwürmer besitzen zwei Lichtsinnesorgane, die wie Augen funktionieren. Damit können sie dunkel und hell wahrnehmen. Am Kopf des Wurms sind viele Sinnesorgane. Das nennt man Cephalisation, wenn sich durch die Anhäufung vieler Organe ein Kopf bildet. Kommen wir nun zu weiteren Charakteristika der Plattwürmer. Zunächst hätten wir die Hautatmung. Aufgrund des relativ geringen Körpervolumens kann der Sauerstoff im ganzen Körper verteilt werden. Des Weiteren besitzen die Platelmintes, wie auch die Schwämme, totipotente Zellen. Hierbei handelt es sich um Stammzellen, die jede Art von Zellen nachbilden können. Somit ist ein Plattwurm mit regenerativen Fähigkeiten ausgestattet. Und mit diesen Aufnahmen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zusehen und verabschieden uns.